Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Session in unserer kleinen Reihe Was sind gute Lernvideos? Und ich unterhalte mich heute mit Lutz Berger zum Mathe-MOOC bzw. den Videos im Mathe-MOOC. Lutz Berger ist vielen bekannt, ich würde mal sagen, alias The Voice, als jemand, der viel selber Interviews macht, als Bildungsreporter, Bildungsfilmemacher. Lutz, was denn noch alles? Belassen wir es doch einfach dabei. War ja schon genug. Okay, dann gehen wir doch mal gleich in medias res, das heißt in Sachen Mathe-MOOC, weil es hat mich interessiert, wie schafft man das für so ein erstmal trockenes Thema, mathematisch denken? Nicht nur die angehenden Mathelehrer zu begeistern, da an der PH Heidelberg, sondern ein paar tausend Menschen welt- oder deutschlandweit. Welche Rolle haben denn da die Videos gespielt? Also wir haben genau zu diesem Punkt eine Umfrage gemacht. Wenn wir da schon Ergebnisse hätten, könnte ich dir objektivere Dinge natürlich schildern. So muss ich ein bisschen mutmaßen. Also andersrum gefragt. Du hattest in den Vorbereitungen schon mal angesprochen, dass du die Videos so ein bisschen den Touch haben von die Sendung mit der Maus. Du erinnerst dich, ne? Und eigentlich geht es, wenn man die didaktischen Gesichtspunkte nimmt, um die Frage, wie kann ich denjenigen, mit dem ich arbeite, eigentlich so rüberbringen, dass er möglichst authentisch wirkt. Und das ist, glaube ich, ein zentraler Dreh- und Angelpunkt. Es gibt diese schöne Bemerkung, ich glaube, von Weinberger ist die. Der hat sich nämlich gefragt, warum passen so viele Lerninhalte so gut in Bücher? Das war halt einfach unser Medium für viele Jahrhunderte. Und wenn wir jetzt die Kamera dazu nehmen, müssen wir einfach viel mehr von der Persönlichkeit preisgeben. Und auch der Zuschauer, also der Lernende, will einfach viel mehr wissen, mit was für einer Person es zu tun hat. Und darum dreht sich viel. Hack mal noch mal gleich ein mit der Person, weil ich denke, jetzt die Person Christian Spanagel ist jemand, da würde ich sagen, wenn der einen nicht dazu anregen kann, die Rumsmurmeln mal mehr zu gebrauchen, wer dann? Magst du vielleicht mal grundsätzlich noch erklären, wie bei euch diese Ideen zu den Videos entstanden sind? Selbst darüber haben wir schon ein Video gedreht, nämlich wie man auf kreative Gedanken kommt. Ich habe natürlich das Glück oder das doppelte Glück. Das eine ist, Christian und ich arbeiten jetzt schon viele Jahre zusammen. Das heißt, dann entwickelt sich natürlich auch so eine Art von Kommunikation ohne Worte. Also wenn die Kamera läuft, dann passiert einfach irgendwas. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, neben der langjährigen Zusammenarbeit, Christian ist eine klassische Rampensau. Das heißt, der kann ganz natürlich aus sich rausgehen, der ist ein Performer, so wie eigentlich alle großen Didaktiker oder Lehrer Performer sind. Es ist eine Performance. Und man kann nicht so tun wie in dem Buch zum Beispiel, dass man seine Persönlichkeit völlig zurücknimmt, sondern vor der Kamera ist man einfach eine Person. Und da ist Christian einfach outstanding. Punkt. Bitte betrachten Sie intensiv das Heidelberger Winkelkreuz. Der Mann auf der rechten Seite, das ist der Dr. Martin, der Dr. Michael Gieding, der ist der Entwickler dieses Winkelkreuzes, was in der Geometrie ein echter Vorteil ist, wenn man es an der Tafel hat. Und das soll jetzt auch in Zukunft genauso produziert werden. Und unter ganzheitlichen Gesichtspunkten hat er die Plastikversion abgelehnt und hat gesagt, nein, es muss aus Holz sein, wegen der Sinnlichkeit. Jetzt kommt es natürlich nicht nur auf die Person an, sondern ihr habt ja auch noch andere Videos gedreht, in denen es darum ging, den Bezug des mathematischen Denkens zur Realität, zum Alltag zu zeigen oder berühmte Mathematiker. Also da sind ja auch noch mehr Storytelling-Elemente drin.
ganz wichtig, weil der Untertitel ist ja mathematisch denken lernen. Ne? Es geht ja nicht nur darum, irgendwas jetzt kurz zu vermitteln, sondern es geht wirklich um mathematisch denken lernen. Zu den Benutzern, wir wissen, dass Umfrageergebnisse noch nicht da sind, aber es hat ja auch Reaktionen gegeben. Also ist es natürlich so, dass Storytelling dem, der die Geschichten erzählt, total viel Spaß macht und vor allen Dingen, wenn man es im Team macht. Aber wie war denn das auf Nutzerseite? Gab es da auch so Reaktionen, die man sagt, naja, das ist ein bisschen kindisch? Haben wir befürchtet, gab mal so ein ganz kurzes 10-Mann-Diskussion auch zu dem Thema, aber die meisten haben gesagt, also die überwiegende Mehrheit, ist klasse, wir kommen in diesem langsamen, also Steuer mit der Maus und ist ja auch ein langsames Storytelling, Punkt für Punkt, ne? Und damit kommen die Leute doch erstaunlich gut zurecht. Vielleicht auch nur, weil sie damit sozialisiert worden sind. Andererseits, es ist keine aufgesetzte Attitüde von Christian oder Michael, sondern sie gehen wirklich didaktisch Schritt für Schritt vorwärts. Und eins muss man ihnen auch ganz klar auf die Positivliste schreiben. Sie sind alte Hasen auf diesem Bereich. Erstens das. Und zweitens, sie arbeiten auf einem sehr hohen reflektorischen Niveau. Das heißt, sie sind immer dabei, sich zu optimieren, Feedback einzusammeln, weiterzumachen, aufgrund des Feedbacks die nächste Veränderung zu tun. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, den man hat. Oder vielleicht mal als Ausblick. Ihr habt euch ja verschiedene Videos auch angeguckt im Vorfeld. Nicht nur Mathe-Videos vielleicht, wie es denn die anderen machen. Vielleicht gibt es was zum Thema abschreckende Beispiele oder gibt es was zum Thema Tipps für andere, die Kurse planen, nehmen wir mal für andere Programmierkurse oder etwas ähnlich Trockenes. Was könnten die denn mitnehmen aus euren Erfahrungen? Be yourself, no matter what they say. Also sei du selbst. Die Authentizität ist extrem wichtig. Die Authentizität, derjenige, der vor der Kamera steht, muss sich wohlfühlen. Die Kamera und auch derjenige, der hinter der Kamera steht, ist definitiv nicht nur nice to have. Also du kannst nicht irgendwie einen Kameramann hinstellen, so meine Einschätzung. Sondern es muss wirklich eine Beziehung da sein zwischen den beiden. Nur dann vergisst man irgendwann die Kamera und das ist sehr wichtig. Der andere Punkt, du hast in dem Vorfeld, hast du nachgefragt, ich zitiere mal kurz, ich finde, neben dem didaktischen Gesichtspunkt sollte auch mal der ästhetische zumindest andiskutiert werden. Also inzwischen hat sich auch rumgesprochen, auch unter Architekten, dass der Raum, der physische Raum, eine ganz wichtige Rolle beim Lernen spielt. Das geht von der Beleuchtung über die Akustik, überhaupt den Raum, wie kann auch der Lernende den Raum ausgestalten und ähnlich ist es auch bei Medien. Das heißt, da spielt die Ästhetik natürlich eine ganz wichtige Rolle, weil es ist die Ausstattung des Lernraums. Das hat damit zu tun, gehe ich gerne in diesen Raum rein, finde ich wiederkehrende Elemente, werde ich irgendwie eingestimmt auf das Ganze und ich halte das für sehr zentrale Gesichtspunkte, was mediales Lernen angeht. Mhm. Ein schöner Schlusssatz, eine schöne Zusammenfassung. Praktisch kann man das anschauen bei dem Mathe-MOOC. Und ich habe jetzt auch wieder was gelernt und ich bedanke mich ganz herzlich bei Lutz Berger. Und ja, auf ein neues.